Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Transimworld, dem fünften Teil, und drehen mal wieder gemeinsam eine kleine Biege. Und yo, Freunde, in diesem Video machen wir weiter mit unserer Taranta-Rampen-Challenge. Im letzten Video haben wir eine Baureihe 185 als Einzeltraktion bei einem Zuggesamtgewicht von 1474 Tonnen versucht, über die Taranta-Rampe zu prügeln. Hat leider nicht funktioniert. Irgendwo unterwegs auf der Rampen sind wir bei 2,5% Steigung gescheitert, und entsprechend wiederholen wir heute das Experiment mehr oder weniger vollständig identisch, nur mit einer leistungsstärkeren Lok, mit einer schönen Vectron. Von daher, auf geht's, ab zu den Zügen, via Streckenauswahl und wieder rauf auf die Taranta-Rampe im Fahrplan gefahren. Und heute wählen wir uns halt eine Vectron, eine Baureihe 193 aus. Im Creators Club habe ich mir auch schon so einiges besorgt, und ich habe heute Bock auf die Hector Rail Lackgebung. Die finde ich schon sehr nice. Die fahren wir mal. Dynamisches Wetter schalten wir für diesen Versuch aus, und wir wählen im Fahrplan wieder den Güterfahrplan um 15.09 Uhr über Güterfahrplan geplante Minuten. Was? In Höhe von 42? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, wir steigen einfach mal ein, rüsten den Zug so weit um, dass wir 1474 Tonnen dran haben, und dann geht's los. Wie immer gilt, PZB, Siefernkurse, meine Freunde, oder immer nicht, wir werden es gleich sehen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video und sage, auf geht's. So, denn die Kenndaten des Zuges brauche ich euch noch gar nicht vorlesen, da wir sowieso noch maßgeblich umbauen. Und von daher als erstes mal der Blick auf unser heutiges Arbeitstier dieser Challenge. Die 193 in der Hector Rail Lackgebung schaut schon sehr nice aus. Und dann erheben wir uns mal aus unserem Lenkstuhl und steigen hier aus, um eben entsprechend umzurüsten. Den Wagenpark versenken wir. Und dann einmal neu ausgewählt die Garnitur aus dem letzten Video. Die hier müsste das sein. Sepp. Jo, ich glaube schon. Zweimal 193, einmal 185. Also allein hier schon die Lokomotiven an der Garnitur lassen Schlimmes vermuten. Aber sei es drum, auch die versenken wir wieder umgehend. Und dann sind die Waggons noch da, ja. Trampeln wir nach vorn zu unserer Hector Rail. Setzen zurück, kuppeln an, routen uns durch und machen uns hoffentlich auf den Weg und gucken mal, was passiert. So im Forecast würde ich sagen, wahrscheinlich verrecken wir auch mit der 193 heute hier auf der Taranta-Rampe bei diesen knapp 1500 Tonnen. Aber, jo, rein in den Fahrplan. Jetzt schauen wir mal. Und da geht es natürlich auch vor allem um die Leistungsdaten der 193 jetzt hier oder aus dem letzten Video. Der 185, da komme ich gleich drauf zu sprechen, wenn wir erstmal ein Stück weit in Fahrt gekommen sind. Jetzt erstmal die Puffer klingeln lassen hier, fix ankuppeln, und Zugsicherungssysteme machen wir gleich an. Ich wollte jetzt hier nur mal schnell das Wesentliche erledigen. So, reicht es schon. Wir fliegen mal ran. Okay, perfekt. Sind wir vollständig. Gucken wir mal drin auf unseren Info-Display. 41 Zugeinheiten mit 1479 Tonnen zu Gesamtgewicht bei 608 Metern zu Gesamtlänge. Und jo, wir sind 5 Tonnen schwerer als mit der 185 im letzten Video. Liegt sicherlich daran, weil einfach die 193 5 Tonnen schwerer ist als die 185. Der Zugverbund, der Güterzug von Waggons und Inhalt wird sicherlich 100% identisch sein. Gut, dann nochmal kurz der Blick nach hinten, damit ihr nochmal ein Gefühl dafür bekommt, wie lang dieser Zug jetzt hier ist. Brutal tatsächlich, und es geht sicherlich noch länger, Freunde. Aber das ist schon arg lang. Bis hierhin. Und ja, dann routen wir noch schnell durch. Dafür machen wir mal den nochmal kurz auf neutral. Bremse machen wir mal, ist ein bisschen drin, okay. Die lassen wir so, und dann hier, und ja, wir müssen da reinrouten. Den, was? Wieso kann ich nicht Route setzen? Doch, Route setzen, wollte ich schon sagen. Und wir fahren hier nach Freiberg.
wieder auf 1, 2, 3, 4, 5, das sechste Gleis. Hier geht's hin. Bestätigen. Und erfahren, wie ich bin, weiß ich, Wegpunkt, dass wir einen Wegpunkt brauchen, um hier im Rechtsverkehr durchzuschmettern. Ja, der setzt uns wieder links rüber. Und zwar einmal machen wir das hier vorne, kurz vor den Überwurf. Genau, also einmal hier bestätigen. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das wirklich so passt oder ob wir tatsächlich noch einen zweiten Wegpunkt brauchen. Nee, er scheint... Nee, hier, guck mal. Hier sind wir wieder im Linksverkehr. I don't know why. Warum macht er das? Also nochmal ausgewählt. Nochmal Wegpunkt. Und dann... Wo war das hier irgendwo? Hier ist noch gut. Hier ist noch gut. Hier ist nicht gut. Hier. Ich kontrolliere noch ein letztes Mal. Okay, jetzt hat er's. So, wunderbar. Dann können wir aufrüsten. Wir haben auch schon Fahrt voraus. Also, hier den. Jetzt muss ich kurz überlegen. Boah, lange nicht mehr gefahren. Wir machen mal Zip und Zip. Und wo kriege ich denn hier den ganzen Quark rein? Hier hinten, oder? Das machen wir noch. Zugspitzensignale, Zip. LZB brauchen wir nicht. PZB, SIFA. Und ja, viel mehr soll es hoffentlich gar nicht denn sein. Die noch aktiviert, oder? Bevor sie die AFB aktivieren, stellen sie den Fahrschalter auf aus. AFB. 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 Okay, geht rein auf VMAX 40. Und bestätigen tun wir. Ich muss wieder überlegen. AFB. 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 Okay, jetzt haben wir es. Sorry, dreimal zu viel gedrückt. Also, Leistung rein. Bremse erstmal raus. Jetzt Leistung rein. Und dann geht's hoffentlich los. Und ich sag euch, täglich grüßt das Murmeltier. Wie in jedem Video im Güterverkehr. Ich muss es auch etwas sagen, weil ich einfach dran denke. Der Space Monkey und der Cat Gaming. Sie liegen mir förmlich in den Ohren. Checo, langer Güterzug. Lass es langsam angehen, lass den Zug sich erstmal strecken und wenn du denn auf 2, 3, 4, 5 km angefahren bist, dann kannst du richtig reinjubeln. Und so machen wir das auch. Also sachte, ganz gerlinde hier. Come on. Drei. Vier. Und ich würde sagen, der letzte Wagen wird jetzt sicherlich schon rollen. Können wir losschieben. Leistung VMAX. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und ja, wie immer gilt's. Ich wünsche euch und mir eine gute Fahrt. Bin gespannt, ob wir es schaffen diesmal. Ob wir hier diese 1480 Tonnen, ob wir die mit dieser einen starken 193 Zugbeeinflussung über die Taranta-Rampe gezogen bekommen bis nach Freiberg.
Was ein langer Zug, Freunde. AFB auf VMAX 70. Achso, die müssen wir noch bestätigen, gell? Vergesse ich jedes Mal. So, schiebt er jetzt oder schiebt er nicht? Oder sind wir schon wieder auf 1,8% Steigung, wo einfach nichts mehr kommt? Doch, doch, er will. Ja gut, die Gute hat auch zu kämpfen. Ist nicht so, dass die es wesentlich einfacher hat. Aber immerhin sind wir schon mal bei 40 km/h unterwegs. Ich glaube, mit 185 sind wir hier nur mit knapp 30 durchgerollt. Da war nicht mehr viel los. Und ja, Thema Leistung. Ich bin wieder zu viel Laie, als dass ich mich auch hätte hier sauber darauf vorbereiten können. Muss mal kurz durchgucken. Zugkraft, interessant. Können wir hier noch was einstellen? 300 ist schon Max, okay. Mann. Die SIFA funktioniert nicht, wenn ich hier im Bildschirm drin bin, gell? Dann reagiert die nicht. Okay, also Zugkraft ist auf Maximum eingestellt, würde ich mal sagen. Und hinsichtlich Leistung, ich krieg es nicht ganz genau aufgelöst, weil ich irgendwie hier in-game nirgendwo rauslesen konnte, mit wie viel KW die 185 oder die 193 angegeben ist. Was ich sagen kann, ist, bei einer schnellen Recherche, ihr wisst es besser als ich, die 185er, die wird angegeben in einem Leistungsbereich von 4200 kW bis 5600 kW und die Vectrum wiederum von 5200 kW bis 6400 kW. Und jetzt ist die Frage, wo befinden wir uns mit beiden Lokomotiven innerhalb dieser Leistungsfenster? Ich kann es nicht sagen. Ich kann aber sagen, mir kommt natürlich die 193 definitiv performanter vor. Und entsprechend ist das für mich schon in Ordnung als Challenge, dass ich sage, ich wage mich mit der 193 nochmal auf die Strecke und probiere es über die Taranta-Rampe. Achso, wir müssen bestätigen. Also AFB-Bubble bestätigen. Das könnte mir noch hier negativ reingrätschen, gell? Was ein langes Geschoss. So, 85. Da ist noch Luft nach oben. ...26 km bis Freiberg. Jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst, im letzten Video schon nicht, was die Gesamtdistanz gewesen zwischen Freiberg und Dresden, beziehungsweise zwischen Dresden und Freiberg. Ich weiß es nicht. Und ich bin mir wieder recht unschlüssig. Jetzt komm mal durch, komm mal nicht durch. Einfach so als Prognose, was ist meine Aussage zum jetzigen Zeitpunkt. Eben habe ich gesagt, tendenziell sehe ich es eher als gering an, dass wir hiermit durchkommen, aber die 193 macht schon einen recht potenten Eindruck hier. Fühlt sich auch entsprechend leistungsstärker an als die 185. Nun denn, wir werden es gleich sehen.
Signal voraus, freie Fahrt. Ich muss sagen, gefühlt ruckelt es gerade so ein bisschen mehr wieder. Letzte Fahrt mit 185 war es nicht der Fall. Keine Ahnung, ob die Lokomotive hier auch mit das Gameplay hinsichtlich Performance mit beeinflusst. Kann schon sein, ja. Aber nun gut, nun gut. So, und ich kann euch auch nur sagen, ich mache jedes Mal denselben Fehler hier. Im Real Life sitze ich bei mir am Schreibtisch. Der ist 6, 7 Meter lang. Meine Kaffeetasse steht Gott warum auch immer jedes Mal auf der anderen Seite von dem Schreibtisch. 6, 7 Meter von mir weg, da komme ich nicht ran. Da stehe ich jetzt auch nicht auf hier. Bleibe ich für einen Moment auf dem Trocknen. VMAX 120 erlaubt. Auch da die Frage, ob wir ein bisschen Schwung holen sollten, um die Taranta-Rampe hochzukommen. Aber lieber nicht, gell? Stattdessen bremsen wir hier mal fett rein. Zugbeeinflussung. Und schauen mal, wie es da vorne weitergeht. Es ist echt dubios, dass wir hier mit der 193 Spielperformance-mäßig mehr zu tun haben jetzt als mit der 185. Wir dürfen. Okay. Erstmal weiter. AFB auf VMAX 70, come on. Dann bleiben wir mal noch in Game. Und jo, vorhin im letzten Video mussten wir denn hier auch zum Halten kommen nach diesem Signal. Und da haben wir es vielleicht ein bisschen ungeschickt gemacht, weil wir recht weit vorm Signal gehalten haben und damit so gefühlt den hinter uns liegenden Blockabschnitt noch ein bisschen blockiert hatten. Jetzt schauen wir mal, ob wir das hier vielleicht etwas eleganter hinbekommen. Das war eher mehr direkter am Signal halten. Im letzten Video auch maximale Panik gehabt, der Jago. Weil eben erst vor kurzem wieder auch noch bei Risa war es mit der 193 sogar. Mit der Lok, in der wir auch jetzt sitzen, übers rote Signal hinausgeschossen sind. Und von daher hatte ich dann im letzten Video mit der 185 stark reingebremst. Und bin viel zu früh zum Stehen gekommen vom Signal. Einfach, weil ich aber einfach die Sorge hatte, den Zug noch nicht groß kannte. Hier auch diesen langen Zug, diesen schweren Zug. Nein! Wieso? 100er, 500er, ja genau. Mann, shit. Ich krieg's aber auch nicht mit, Freunde. Na, dann müssen wir jetzt gemeinsam durch. Shit, ich krieg's aber auch wieder nicht in meine Rübe rein. Das haben wir schon. Jetzt fahre ich hier schon zum zweiten Mal lang. Zugbeeinflussung. Schön. Mit, wieso ein Ditt? Zugbeeinflussung. Ach, Freunde. So, AFB. Machen wir so, bestätigen. Zum Glück stehen wir weitestgehend ebenerdig. Aber das Signal vorne ist red, natürlich. Sonst wäre der 500er auch nicht zwingend scharf, gell? Setzen wir mal vor. Damit erübrigt sich mal wieder die eigentliche Thematik, die ich eben angesprochen habe. Mann, ich bin so ein Klopskopf, Alter. Es ist unglaublich krass.
So, auch hier gilt es eigentlich, sich nicht arg reinzustrecken. Die Bremsen müssen sich erst noch lösen, gell? Lassen wir mal Leistung auf 36%. So, der mit den Lampen sieht hier natürlich bescheiden aus, gell? Nicht so wild. So, und das ist der ominöse Blockabschnitt hier hinten, von dem ich sprach, wo wir die Weiche blockieren. Da sind wir noch weit von weg. So, geht jetzt los. Wir können gerade mal checken. Pass mal auf, wenn vorne der Zug schon den km/h vielleicht drauf hat, was hier der hinterste Güterwagen in dem Fall macht, ob der sich wirklich zeitgleich bewegt. Interessant. Guck mal, vorne ist schon eins. Hätte ich gedacht, dass der gerade schon... Nee, aber guck, der ist gestreckt. Der zieht sich sauber durch. Na gut. So, dann fahren wir hier schon mit Schwung ran, weil allzu viel weiter sind wir dann gar nicht mehr gekommen, glaube ich. Aber mit Schwung ranfahren funktioniert auch nur bedingt, gell? Wenn rot ist, ist rot. Da brauchst du nicht groß rumschwingen. Oido. Mich wundert es auch, dass der 500er nicht mehr angezeigt wird. Ja, jetzt ist green. Freibahn mit Marzipan. Denn lohnt sich doch unser Schwung. Ist natürlich jetzt so ein bisschen... Vorteil gegenüber der letzten Fahrt, gell? Na nun gut, VMAX 60, reingeregelt, SIFA, Leistung, Bremse, alles IO, 2,5% Steigung, wir kommen. Muss ich ihn nochmal bestätigen? Nee. Auf die Rampen. 1,4%. 1,5. 1,6. Mann, und schon wieder gezwangsbremst. So, aktuell halten wir die locker. Spannend. Schaut ganz gut aus. Noch. Boah, die Spitzenbeleuchtung ist schon echt Katastrophe. Oder fehlt mir noch was ich anstellen müsste? Fernlicht gedimmt, sieht man denn von draußen was Besseres? Nee, man sieht es trotzdem nicht. Okay, machen wir das wieder aus. Muss ich die 60 quittieren? Ja.
Also, ganz starke Vermutung, wir werden durchkommen, Freunde. Tonnen. Kein Problem für die Vectron, sagte er und verlor an Geschwindigkeit. Oh, shit. Okay, jetzt muss er alles geben. Wir können mal probieren, wieder ein Stück nach rein zu regeln. Von der Leistung her. Kann doch nicht sein. Zieh! Ei. Der ist aber auch wieder mördermäßig lang. Aber ich sag, der packt es, Freunde. Jetzt sind 0%. So weit waren wir mit der 185 nicht. Der kommt hier durch. Da muss schon mehr Tonnage dranhängen, damit du so eine Vectron hier verhungern lässt. Oder wie seht ihr das? Also Schubrakete. Okay, jetzt sind wir schon wieder auf 2,5%. Die Sonne lacht am Horizont. Über uns oder mit uns? Das ist hier die Frage. Ja, und bei sowas wäre tatsächlich mal spannend auch zu verstehen, erklärt zu bekommen, wie hier das ganze Thema physikalisch bewertet wird, berechnet wird vom Game. Wie hier das verteilte Gewicht über den Streckenabschnitt hinaus, 600 Meter ist viel, berücksichtigt wird, mit Blick auf dessen, dass du teilweise Gewicht hast, was auf ebener Fläche für den Momentum steht und teilweise ja Gewicht hast, was noch auf einem Gefälle steht. Ihr wisst, was ich meine, gell? Das würde mich schon mal interessieren. Aber nun, gut, jetzt quälen wir uns erstmal weiter hoch. km/h. Heißet Eisen, Freunde. Eieieiei. Ich wüsste auch wirklich nicht, was ich noch tun kann. Wir haben keine Traktionsprobleme. Stell dir vor, du bist hier im Winter unterwegs. Keine Chance hochzukommen, oder? Wir können gerade mal von draußen gucken. Nein. Nicht stehen bleiben. Zieh! Eieieiei.
Jetzt sage ich dasselbe, was ich im letzten Video bei der 185 auch gesagt habe. Jetzt könnten wir schon rausschwingen, rausspringen und draußen ein bisschen mitschieben, gell? Oder ziehen. Was ihr wollt. Shit, Freunde, verhungern wir? Werden wir verhungern hier? Ich glaube ja. Es ist ja wieder mal ein Wechselbad der Gefühle. Es ist unglaublich. Nein, come on, gib alles. 2,6% sogar. Oh shit, ey. Ich traue mich jetzt auch gar nicht, die Leistung nur ein Stück nochmal zurückzunehmen. Denn gefühlt setzt denn die Leistungselektronik so nach. Schiebt kurz die Leistung raus und probiert die nur reinzudrücken. Und unter Umständen ist das dann schon der finale Todesstoß. Aber unter Umständen ist das auch das, was noch nötig wäre, um mir den letzten Rest rauszuholen. Oh. Tja, jetzt müsste ich wohl Lavan anrufen. Er muss abschleppen kommen. Ich glaube, das war's schon wieder. Oh Mann, Freunde, das war's. Gibt's gar nicht. Wir warten noch, bis wir stehen und dann regeln wir nochmal neu die Leistung rein. Vielleicht kriegen wir nochmal von unten raus einfach irgendwie mehr Drehmoment. Ich kenne mich zu wenig aus. Shit. Unglaublich, der Niklas hat's gesagt. Du kommst hier nicht hoch. Du kommst hier nicht hoch. Also. So, jetzt haben wir Traktionsprobleme. Schieben wir nochmal neu rein. Erstmal Bremse, wir rollen schon rückwärts. Jo, das war's auch sicher. No way, ich sag keine Chance. Keine Chance hier irgendwie. Können wir uns mit der Lokbremse noch irgendwie? Vollständig. Können wir die lösen? Und jetzt die Leistung nochmal neu reinlegen. Du stehst denn einfach? Nee. That's it, das war's, Freunde. Also, einmal den Notruf, den Bergungsdienst anrufen. Gut. Freunde, das soll's mal wieder gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wisst ihr Bescheid, wir kommen auch nicht damit hoch. Gibt's doch gar nicht. Was testen wir als nächstes? Was probieren wir als nächstes aus? Haben wir noch eine leistungsstärkere Lok da? Wir schauen mal. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt uns sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich über eure Likes und Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund und bleibt mir ja gesund. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus. You are, 'cause you're in my head.